Für die notleidenden Menschen im Gazastreifen könnte es bald weitere Entlastung geben. Der geplante maritime Hilfskorridor von Zypern zu dem von Israel abgeriegelten und angegriffenen Palästinensergebiet soll nach den Worten von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möglichst schon am Sonntag öffnen. Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist katastrophal. Unschuldigen Palästinensern, Familien und Kindern fehlt es am nötigsten. Wir stehen heute vor einer humanitären Katastrophe in Gaza. Und wir stehen an der Seite der unschuldigen Zivilisten in Palästina. US-Präsident Joe Biden hatte die Einrichtung eines temporären Hafens im Gazastreifen für zusätzliche Hilfslieferungen auf dem Seeweg angekündigt. Angesichts der israelischen Offensive gegen die radikal-islamische Hamas nach dem Angriff auf Israel haben Hunderttausende Menschen im Gazastreifen ihr Zuhause verloren. Sie leben unter elenden Bedingungen in provisorischen Lagern. Es fehlt ihnen an Wasser, Nahrung und medizinischer Versorgung. Immer wieder kommt es zu Plünderungen von Hilfstransporten. Mehrere Staaten versorgen den Gazastreifen mittlerweile aus der Luft mit Hilfsgütern.